Urlaub tat gut. Nö, ich war wieder in Urlaub. Gute, ihr lieben Makerlein, da bin ich wieder. Ja, es tut gut, wieder da zu sein, sage ich euch. Auch wenn ich im Intro erstmal die Biege gemacht habe, war auch natürlich klar. Ich habe mich eine Woche lang, die erste Woche lang richtig schön durchkneten lassen, habe faul am Pool gelegen, Bücher gelesen, Cocktails getrunken und bin ab und an mal schwimmen gegangen. Und dann komme ich hier in so ein Chaos zurück. Natürlich will ich wieder Urlaub machen, ist doch logisch, ja? Aber nichtsdestotrotz, es hilft nicht. Weiter, das Studio musste wieder fertig gebaut werden. Was ist denn passiert? Naja, ich habe drauf gesetzt, dass die Handwerker, mit denen ich vor dem Urlaub noch abgemacht habe, dass die da hinten den Serverraum bearbeiten und dann die Bauarbeiten fertig sind, wenn ich hierher komme, dass die Bauarbeiter auch wirklich da sind. Waren sie leider nicht. Das heißt also, ich habe am ersten Tag, direkt montagsabends, habe ich es nicht gemerkt, dienstags, als ich dann hier morgens ins Büro bin und arbeiten wollte, habe ich gemerkt, kein Strom, kein Internet und kein Wasser. Geil. So. Und dann habe ich halt mir so nach und nach die Handwerker geschnappt und habe gesagt, komm, auf, guck, dass du fertig wirst. Ja, und dann ist noch was passiert. Ich wollte hier eigentlich nur ein bisschen aufräumen. Und hinter mir seht ihr, die Wand ist mittlerweile grau. Und das hat einen ganz gewissen Grund. Da hinten in der Ecke haben die Regale gehangen, da oben. Und da hat ein kleiner Ausdruck gehangen. Ein kleiner Druck von einem, von Diablo-Charakter. Ich glaube, das war Tyrael, der Erzengel. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, der war in DLP gedruckt mit dem Eligomas und der war auch richtig gut. Der war auch richtig gut. Nur leider war im Sockel irgendwie anscheinend nicht alles ausgehärtet und es ist dann ein bisschen spröde geworden und die Flüssigkeit ist ausgelaufen und hat sich schön über das Regalbord und an der Wand ein bisschen verteilt und das fand ich dann nicht so töfte, dass ich dann gesagt habe, okay, Regalbretter runter, die sind jetzt alle weg, kommen wieder neue. Ich habe schon wieder neue bestellt, damit da hinten an der Wand auch noch ein bisschen was passiert und ein bisschen Deko hinkommt. Aber die Wand war natürlich im Eimer und ich habe gedacht, komm, erstmal abtupfen, sauber machen, schleifen und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt das nochmal in Weiß streiche, machen wir es gleich geil. Ja? Also ich finde, die Farbe an sich kommt geil rüber, gibt hier der ganzen Ecke auch nochmal einen Touch und sieht eigentlich ganz cool aus. Und in dem Zuge habe ich dann das gemacht, was ich schon ewig wollte. Ich habe eigentlich mal angefangen, hier die Möbel nochmal ein bisschen umzustellen, was ich mich zwischenzeitlich gar nicht getraut hatte, weil ich nicht wusste, ob das was wird. Aber da die eh zusammengestanden haben oder teilweise aus dem Weg gerückt waren, habe ich einfach mal die Kamera ein bisschen hin und her geschoben und geguckt, wie passt das mit der Wand im Hintergrund. Und tada, da sind wir. Genau, das heißt, hier stand vorher die Couch, da stand vorher die Werkbank und da standen vorher die Drucker. Die Drucker stehen jetzt hier. Wie ihr sehen könnt, die Werkbank jetzt hier und da steht jetzt die Couch. Genau, hat sich also alles ein bisschen verschoben. Fernseher hängt auch an der Wand, ist auch schön beleuchtet. Und ich muss sagen,
finde ich so an sich richtig geil. Es ist aufgeräumt, es ist klar strukturiert, es sind klare Linien, es steht nichts schräg im Raum und blockiert oder so. Ich kann von der Werkbank von beiden Seiten aus ranlaufen. Ist echt geil. Es müssen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen hin und her geschubst, weil mir das eine oder das andere noch nicht ganz gefällt. Hier unten kommt nochmal eine Kabelleiste hin, dass ich da nicht drüber falle über das Kabel, wenn das da so liegt. Und ansonsten ist nur noch ein bisschen Dekoration zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar das hier wieder. Das ist der PLA-Kleber. Ihr seht, der ist jetzt mittlerweile in einer anderen Flasche. Und das hat einen ganz gewissen Grund. Wir haben jetzt, beziehungsweise Peter hat jetzt, die Proben erstmal so weit abgefüllt. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, 30 oder 40... Peter hat jetzt erstmal die Proben abgefüllt und die haben wir jetzt erstmal in die Box reingepackt. Ja, das heißt, jeder, der die Box abonniert hat, die Abbuchungen gehen heute Abend, morgen oder so raus. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil sich ziemlich viel aufgestaut hat jetzt über die Tage, über die eine Woche könnt ihr euch vorstellen. Die Boxen gehen raus heute oder morgen, die Abbuchungen auch für die Box und in jeder Box wird so eine Flasche drin sein, so eine Probe. Passend dazu gibt es in jeder Box noch einen Flyer mit einem QR-Code, wo drauf steht, bitte um Feedback. Da kommt ihr auf ein Google-Formular, was ihr dann bitte ausfüllt und uns sagt, fand ich geil, fand ich nicht geil, hat mir geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt, hat gut gerochen, hat schlecht gerochen, hat meine Freundin als Parfüm abgetan, nein, möchte ich nicht. Könnt ihr bitte mal ausfüllen, wird uns super weiterhelfen, weil wir dann wissen, wie wir das Ganze am besten an den Mann bringen. Ja, also auch für euch bereitstellen, ob das euch was hilft, ob es euch was gebracht hat. Ich habe es bisher getestet, ich finde es soweit super geil. Das Video dazu findet ihr da oben. Und ihr merkt, ich wollte schon wieder darüber zeigen. Der Urlaub ist noch, ja, der steckt noch so ein bisschen in den Knochen drin. Genau, und wir haben noch ein paar Flächen übrig. Ich glaube 16 Stück oder 15 Stück, nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall... sag ich mal, die ersten 10 Leute, die bestellen, kriegen definitiv fix eine Flasche von der Probe hier entsprechend in die Packung reingepackt, also in die Box reingepackt. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz normal bei uns im Online-Shop Filament bestellt, kriegt ihr so eine Probe dazu, einen Flyer dazu, könnt auch Feedback geben. Es kann sein, dass es noch ein paar mehr gibt, aber mindestens 10 Leute, die bestellen, die ersten 10, kriegen auf jeden Fall so eine Flasche. Genau. Das war's soweit. Morgen fangen wir an. Ich habe da hinten schon angefangen vorzubereiten. Das habt ihr wahrscheinlich auf dem Bild in Discord oder auf Instagram gesehen. Ich habe angefangen, die Hand vom Iron Man vorzubereiten. Die habe ich endlich gedruckt. Ja, das Projekt wird endlich fertig. Ich habe jetzt die Airbrush soweit vorbereitet. Und ja, ich habe eine Airbrush bestellt. Die ist auch relativ neu. Kommt morgen das Video dazu. Und dann werden wir zusammen mit der Airbrush den Iron Man soweit endlich fertig bauen. Der hat ja ein bisschen gelitten beim letzten Umzug. Da ist ja einfach das Ding beim Umzug umgeklappt. Die Hand ist abgefallen, das Bein ist abgefallen. Das Bein konnte ich wieder ankleben, die Hand nicht, weil da waren alle Finger abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, komm, bevor ich jetzt die Finger mit dem PLA-Kleber noch versuche, frickelig anzukleben, die kleinen Dinger, drucke ich die Hand schnell neu, dauert eine halbe Stunde und fertig ist. Und jetzt versuche ich gerade so den richtigen Farbton von der Hand nochmal zu treffen, dass das dann morgen auch alles fertig ist. Und dann können wir das Ganze zusammen mit dem PLA-Kleber direkt an den Arm wieder dran kleben. Die Basis muss noch mal ein bisschen lackiert werden, beziehungsweise gebrusht werden. Wie gesagt, gibt es morgen das Video dazu. Ist gerade alles in Vorbereitung, muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Und in diesem Sinne, it's good to be back und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, euch morgen wiederzusehen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt bitte den Abo-Button und den Like-Button. Wird mir sehr weiterhelfen. In diesem Sinne... bleibt gesund, bis morgen, happy printing.